So, guten Tag, meine Damen und Herren, vor Ort und im Stream. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Mittagsveranstaltung hier im Literaturhaus Berlin. Heute zu Emilio Lussu, Marsch auf Rom und Umgebung, 1932 das erste Mal erschienen und jetzt im Folio Verlag wieder neu aufgelegt, übersetzt von Klaus Gatterer. Es geht um dieses Buch, von dem ich sehr neugierig bin und sein werde, wie es eigentlich bekannt ist, noch hier in Deutschland, aber auch in Italien und natürlich auch im Hinblick auf die gerade stattgefunden habende Wahl in Italien und mit der Machtübernahme sozusagen durch die Fratelli d'Italia. Und wir werden so ein bisschen schauen, ob und wie das eigentlich zusammen lesbar ist. Ich bin Janika Gellinek und sitze hier weniger als Leiterin des Literaturhauses, denn als Italienistin und zugleich aber doch auch als Leiterin, weil ich sozusagen im Vorfeld dieser Wahl gedacht habe, so ich möchte dieses Buch jetzt unbedingt noch ins Programm nehmen, relativ schnell und relativ kurzfristig. Und ich war dann so schnell und so kurzfristig, dass ich Helena Janecek ein falsches Datum genannt habe. Und sie war so aufgeregt, habe es gar nicht mehr kontrolliert und sie dachte, sie solle im Dezember kommen. Und als wir das dann feststellten, konnte ich sie zum Glück überzeugen, weil wir natürlich den Termin möglichst zeitnah zu der Wahl haben wollten. Ich bin besonders froh, dass die Autorin Helena Janecek heute hier bei uns auf der Bühne ist. Wir hatten sie nämlich mit ihrem preisgekrönten Roman Das Mädchen mit der Leica, das 2018 den Premio Strega gewonnen hat, hier eingeladen. Und ich glaube, sie war unser erstes Corona-Opfer. Es war am 10.03.2020. Sie konnte nicht aus Rom kommen. Der Moderator steckte in Afghanistan fest. Und meine Kollegin Sonja Longolius war hier alleine auf der Bühne und sie waren zugeschaltet. Das war sozusagen, da haben wir angefangen, das zu üben, was heute sozusagen ganz selbstverständlich hier um uns rum steht. Und Sie merken das schon, ich habe diese Blickchoreografie schon ein bisschen eingeübt. Wenn ich da hinschaue, schaue ich zu Birgit Schönau nach Rom, die uns jetzt live zugeschaltet ist als Reporterin von der Zeit damals, also mittlerweile nicht mehr Korrespondentin, die eben auch mehrere Bücher zu Italien veröffentlicht hat, darunter eines 2011 über Berlusconi, dass ich deswegen so wahnsinnig lehrreich und auch unterhaltsam fand, weil ja in Deutschland immer noch so ein bisschen dieses ach Italien, Amore, Pizza, Bella, Ciao und ach die politischen Verhältnisse, ist ja jetzt kann man, ist ja alles nicht so schlimm. Und damit hat sie in diesem Buch sehr klug und sehr unterhaltsam aufgeräumt. Ich freue mich sehr, dass Sie auch da sind, Frau Schönau. Und ich vermute, dass sogar in Deutschland jetzt nach der Reihe Berlusconi, Salvini und jetzt Giorgia Meloni diese total unkaputtbare Liebe der Deutschen zu Italien vielleicht doch so ein paar kleinere Risse bekommen hat. Bevor wir uns aber dem zuwenden, wollen wir über Emilio Lussu sprechen. Und ich referiere nur ganz kurz die biografischen Daten. Er ist 1890 auf Sardinien geboren, war hochdekorierter Offizier im Ersten Weltkrieg, was für das Buch, glaube ich, eine ziemliche Bedeutung hat und hat darüber das wunderbare Buch Un anno sul alto piano, ein Jahr auf der Hochebene, geschrieben, das ich Ihnen auch noch ganz herzlich ans Herz legen möchte. Er war Mitbegründer der sardischen Aktionspartei, auch das ist von Bedeutung, dann Parlamentsabgeordneter, ist nach Lipari verbannt worden, von dort ziemlich spektakulär geflüchtet, war Angehöriger der Resistenza, war Minister und Senator und ist 1975 in Rom gestorben. Und so diese biografischen Daten, das war so ein rasender Schnelldurchlauf, das können Sie alles nachlesen und nachgoogeln. Das ist aber ja immer nur so ein ganz grober Eindruck. Und deswegen würde ich gern als erste Frage einfach vielleicht zuerst an Sie, Frau Janecek, und dann auch an Sie, Frau Schönau, richten, wie ist Ihr Verhältnis zu Lussu? Wie ist er in Italien heute noch angesehen oder nicht? Schullektüre, nicht Schullektüre, was können Sie uns darüber erzählen? Ja, also erstmals vielen Dank für die Einladung. Guten Tag allen. Schullektüre ist hauptsächlich
Wenn, also nicht Pflichtlektüre, aber das meistgelesenste Buch von Emilio Lussu ist Un anno sull'altipiano, also ein Jahr auf der Hochebene. Das ist eben ein Klassiker, das ist der Klassiker der italienischen Literatur zum Ersten Weltkrieg und hat dabei eben zwei Dinge miteinander. Es ist gleichzeitig ein Buch, das eben Tapferkeit der Soldaten zelebriert und eben gleichzeitig die Brutalität des Krieges, vor allem eben auch die Brutalität und die mangelnde Fähigkeit, also die Korrelation zwischen der absoluten mangelnden Fähigkeit der Führung, exemplifiziert vom General Cadorna, in darstellt. Also es ist komischerweise, paradoxerweise, es ist ein Buch, das eben den Mut der Männer, der Menschen und der kleinen Offiziere lobt und gleichzeitig eben den Krieg an sich und diesen Krieg insbesondere und auch diese Geschichte des Krieges, jetzt des Ersten Weltkriegs in Italien, sehr stark anprangert. Das ist also und so plastisch darstellt, wie eben andere Bücher nicht. Es wurde verfilmt, beziehungsweise, also das Buch wurde verfilmt, beziehungsweise ein Buch, das in den 70er Jahren, ja, 1970, glaube ich, ist rausgekommen, ein Film von Francesco Rosi namens Uomini Contro, also Menschen, also Männer gegen, also, und in der eben diese ganzen wirklich absolut brutalen und willkürlichen Praxisen zur Disziplinierung dieser Truppen eben in ihrer Grausamkeit und Sinnlosigkeit aufgezeigt wurden. Also dieser Aspekt in diesem eigentlich noch mehr eindeutig Anti-Kriegsfilm mehr beleuchtet worden ist als dieses andere, was eben unter anderem eben dadurch, dass es eben erzählerisch aufgearbeitet ist, vielschichtiger ist, also das Buch von Lussu. Aber ich weiß nicht, wie viele Menschen heutzutage wirklich, also junge Menschen oder im Allgemeinen, wie viele Menschen wirklich jetzt die Relevanz von Emilio Lussu noch wahrnehmen. Was ich euch erzählen kann, was ich irgendwie sehr witzig fand und was dann auch eventuell einen guten Anschluss zum Thema Italien heute macht. Es gab eine Episode, die fand ich köstlich, also ich habe das irgendwie, wie das heutzutage ist, eben über YouTube mitgekommen, als eben Salvinis Sternstunde als Innenminister war, also als er sich eben, und Salvini damals hat eben als Vize-Ministerpräsident und Innenminister sehr, sehr kontinuierlich mit Mussolini-Zitaten gearbeitet, bis er dann eben sich selber den Garaus gemacht hat, als er dann irgendwann mal Mussolini-mäßig die i pieni poteri, also die gesamte Macht für sich reklamieren wollte, und das hat dann nicht mehr glücklicherweise geklappt. Aber in der Zeit, in der also Salvini eben so rechtspopulistisch sämtliche Volksfeste und Volksmärkte auf und ab bereiste und sich da eben zeigte als Mann des Volks, der sich vom Volk bejubeln lässt, war er auch auf einem öffentlichen, also auf einem Markt in Cagliari, so ein Markt in der Markthalle drin. Und die haben das wurde aufgenommen, also die Menge um den Ministerpräsident, also um den Innenminister herum, und aus einem einer Metzgerbude hörte man plötzlich, sah man einen Mann irgendwie sich in den Vordergrund drängen, und der schrie:
Fascista di merda, fascista di merda, viva Emilio Lussu, viva Emilio Lussu. Das gibt Hoffnung, ja. Und das sieht man, also wen das interessiert, der kann es sich auf YouTube abrufen und ja, weil eben in Sardinien wahrscheinlich heutzutage immer noch eben Emilio Lussu eine Figur ist, die eben für einiges steht, eben für einen föderalistischen Autonomie-Gedanken Sardiniens, der sich eben nie, der sich zum Teil verwirklicht hat, aber eben nicht so, wie sich das der Lussu vorgestellt hat. Und das kann irgendwie auch sagen, wie sehr eben Emilio Lussu eine wirklich unglaubliche, faszinierende Figur ist, gerade da, weil er eben aus dieser total eigenen Inselwelt mit eigener Sprache, sehr stark eigenständiger Kultur kommt, aus einem kleinen Dorf im Inneren Sardiniens, also als Sohn von Bauern und Hirten, also von nicht ganz armen Bauern, also von besser situierten Bauern und Hirten. Und das zeigt auch, wie wenige Menschen bis zum, ja, sagen wir mal, bis zur Kapitulation, bis zur deutschen Besatzung diesen Widerstand eigentlich von vorne, von erster Stunde bis zur letzten Stunde aufgebaut haben und weitergeführt haben. Also ich meine, abgesehen, das Leben war auch unglaublich abenteuerlich, aber diese absolute Klarheit und Kompromisslosigkeit von Emilio Lussu und gleichzeitig, er hat auch, das sieht man dann auch, wenn ich eine Passage vorlese aus dem Buch, er hat auch einen unglaublichen Sinn für Humor, so einen sarkastischen Sinn für Humor, und das ist seltsamerweise eigentlich ziemlich typisch sardisch auch. Das ist eigentlich eins der faszinierenden Elemente des Buches, und Helena Janicek hat gleich noch eine Passage vorbereitet, die sie uns lesen wird. Jetzt würde ich aber auch Sie, Birgit Schönau, noch mal kurz bitten, Ihre Bekanntschaft mit Lussu vielleicht kurz zu skizzieren als Korrespondentin oder als langjährige Italien-Kennerin. Wie sind Sie auf ihn gestoßen? Ich bin ziemlich spät auf ihn gestoßen, eigentlich durch meine Kinder. Ich habe zwei italienische Kinder, die tatsächlich auf dem Gymnasium ein Jahr auf der Hochebene gelesen haben. Es ist also immer noch Schullektüre. Mein Mann, ebenfalls Italiener, hat es natürlich auch gelesen seinerzeit. Weniger bekannt ist der Marsch auf Rom. Also dieses Buch von Lussu ist wirklich weniger bekannt. Ich sehe es aber jetzt in Rom wieder in den Schaufenstern. Es ist sozusagen das Buch zum Film. Also ich glaube, dass Lussu jetzt eine Renaissance erleben wird, weil man doch sieht, dass sich die italienische Kulturszene, also zumindest hier in Rom, die römische Kulturszene, wieder beschäftigt mit dieser Art von Literatur. Und tatsächlich ist das Buch, wie wir ja noch sehen werden, nicht nur extrem spannend geschrieben, ist ja 1931 zuerst erschienen oder 1932, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall in Frankreich, im Exil. Es ist wirklich augenfällig, wie präzise es ist und auch wie sarkastisch es ist. Also es ist nie resigniert, aber doch ein gewisser Sarkasmus durchzieht den Text, wie er eben seine Weggefährten beschreibt, wenn sie nach und nach alle überwechseln, wie sie nach und nach alle Faschisten werden, sich dann bei ihm entschuldigen und sagen, es ist eigentlich gar nicht so gemeint, du weißt, es ist eigentlich nur eine Maske, die ich aufsetze. Das beschreibt er also sehr, sehr kühl und präzise, niemals moralisch verurteilend, aber eben doch sehr sarkastisch. Also mein Gefühl ist, man wird ihn jetzt wieder lesen. Er ist jedenfalls überall zu sehen. Genau, und damit geben Sie uns das Stichwort, eine kleine Passage daraus zu hören, die auch
Wir haben versucht, eine Passage zu finden, die so ein bisschen rekapituliert, was dieser Marsch auf Rom, den Mussolini sich ausgedacht hat und der ja so ungeheuer wirkungsmächtig auch in dieser Formulierung geworden ist, was der eigentlich ist. Und weil das hier das Literaturhaus ist, hat natürlich Gabriele D'Annunzio da eine tragende Rolle und der damalige Ministerpräsident Luigi Facta. Helena Janicek, wären Sie so nett und bringen uns das mal zu Gehör auf Deutsch. Was hatte es mit diesem Marsch auf Rom überhaupt auf sich? Niemand hatte klare Vorstellungen, was damit gemeint war. Die Presse vertrat nahezu übereinstimmend die Ansicht, es handle sich sozusagen um einen ideellen Marsch. Marsch auf Rom sei eine Metapher, die in Wahrheit geistigen Aufbruch, moralische Besitzergreifung meine. Selbst Mussolinis Ideen scheinen eher verworren zu sein. In dem berühmt gewordenen Interview vom 11. August 1922 hat er unter anderem erklärt, der Marsch auf Rom ist strategisch ohne weiteres möglich. Die Marschwege sind vorgezeichnet. Adriatische Küste, Tyrrhenische Küste, Tibertal. Wer diese strategischen Vorstellungen anhand einer Landkarte überprüft, wird mühelos feststellen, dass es sich um wirres Geschwätz handelt. Eines freilich war klar, Mussolini dachte sehr wohl an einen richtigen, konkreten Marsch, bei dem nicht im Geiste, sondern mit den Stiefeln marschiert werden sollte. Facta wusste es wie immer besser. Niemand wird mir je ausreden können, dass das Ganze nichts anderes ist als eine rhetorische Figur. Die Faschisten beriefen für den 24. Oktober den Nationalen Parteikongress und einen Massenaufmarsch ihrer Kampfgruppen nach Neapel ein. Handelt es sich dabei vielleicht um die getarnte Mobilmachung? Am 29. September hatte Mussolini in Rom verkündet, der Marsch auf Rom ist beschlossene Sache. Kein Zweifel, der Marsch würde ein wirklicher Marsch sein und keine Metapher. Facta wäre infolge der jüngsten Entwicklungen ausnehmend besorgt. Doch in seiner Bedrängnis kam ihm eine geniale Idee zu Hilfe. Er entwickelte einen Plan, dank dem wäre es gelungen, Gabriele D'Annunzio zum originellsten Diktator aller Zeiten, der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft geworden wäre. Factas Plan basierte auf dem Gegensatz zwischen Mussolini und D'Annunzio. Dass beide sich auf den Tod hassten, war allen allgemein bekannt. Vor den Augen der Öffentlichkeit beweihräucherten sie sich gegenseitig, aber hinter den Kulissen bekämpften sie einander bis aufs Messer. Sie stritten um die Regierung Italiens. Große, herrliche Zeiten. Der ursprüngliche Plan für den Marsch auf Rom stammte von D'Annunzio. In den Monaten, als er als Prinzregent in Fiume residiert hatte, war der Marsch auf Rom seine fixe Idee gewesen. Das Parlament auflösen und Ministerpräsident Nitti aufhängen, das war D'Annunzios literarisch-politischer Traum. Eine Diktatur von Dichtern und Künstlern, eine Art Republik von Montmartre, hätte das Unternehmen krönen sollen. Leider war Fiume gefallen. Doch aus den Trümmern des Fiume-Unternehmens war der Faschismus entstanden. Und der Faschismus übernahm vom Heer D'Annunzios Sitten und Gebräuche, Lieder, Bewaffnung, Aufmärsche und eine beträchtliche Anzahl von Legionären. Das Unglück des Kommandanten, so ließ sich der Dichtersoldat nennen, wurde zur Basis für das Glück des Duce. Kochend vor Wut bezeichnete D'Annunzio den Faschismus als Sklaventreiberei. Die Beziehungen zwischen den beiden Rivalen waren derart gespannt, dass sowohl Mussolini als auch der Dichterkommandante sich mit bewaffneten Leibgarden umgaben. Derjenigen, der den anderen umbringt, wird zum Herrscher Italiens werden, orakelten die Leute. Für kurze Zeit glaubten alle, D'Annunzio allein könne die Gefahr eines faschistischen Staatsstreichs bannen. Sogar die Gewerkschaften, der Gewerkschaftsbund, der den Dichter gehasst hatte, entschloss sich, D'Annunzio durch Vermittlung des Abgeordneten D'Aragona in mittelalterlichem Italienisch abgefasste Botschaft zukommen zu lassen. Facta
dachte er ähnlich. Er schickte sich an, D'Annunzio als tragende Säule in seinem Abwehrsystem einzubauen. Facta gewann die Führer der Vereinigung der Kriegsinvaliden für sich, die alle Gegner des Faschismus waren. Als Mittelmann fungierte der für die Kriegspension zuständige Staatssekretär Rossini, ein geborener Demokrat und leidenschaftlicher Antifaschist. Etliche Monate später, der Leser hatte sicherlich schon erraten, war auch Rossini Faschist und obendrein Senator. Die Regierung erhielt präzise Informationen, wonach Mussolini den Marsch auf Rom am 4. November durchführen wolle. Der 4. November ist der Jahrestag des Sieges im Ersten Weltkrieg, der Tag und folglich Nationalfeiertag. Facta wollte nun für diesen Tag alle Invaliden Italiens mobilisieren und nach Rom schaffen. Wäre Mussolini am 4. November nach Rom marschiert, hätte er den Helden und Märtyrern des Kriegs gegenübergestanden, in deren Namen er zu sprechen und zu handeln vorgab. Und inmitten dieser das Vaterland behörenden Lares hätte Mussolini D'Annunzio, Facta und die Herren des Kabinetts vorgefunden. D'Annunzio war einverstanden. Alle waren einverstanden. Der Dichter setzte sich hin, schrieb die Rede nieder, die er in Rom halten wollte, und las sie seinen intimsten Freunden vor. Die Nachricht von diesem Komplott erreichte Mussolini in Neapel bei der Parade seiner Kampfgruppen. Er hatte vor Glück gestrahlt, denn kurz zuvor hatte er ein Telegramm des Präsidenten der Abgeordnetenkammer de Nicola erhalten, eines Demokraten, der als unbeugsamer Antifaschist galt. De Nicola wünschte dem faschistischen Kongress viel Erfolg. Als der Duce aber von dem Komplott hörte, war es mit der guten Laune aus. Gewiss, unter anderen Umständen hätte er eine solche Botschaft wahrscheinlich mit einem Ausbruch von Heiterkeit quittiert. Aber jetzt, er war schon sehr aufgeregt. Nun begann er in Panik zu geraten. D'Annunzio in Rom, der wächserne, kahlköpfige Dichter, der Waffenlose, jagte ihm Furcht ein. Hatte nicht Papst Leo der Große sich mit dem Hunnenkönig Attila in den Welt gesteht und die unbesiegbaren Barbaren durch sein Wort besiegt? So ist das also. Facta schmiedet ein Invalidenkomplott, weil er zu feige ist, mit Gewalt vorzugehen. Der Duce beschloss, Factas Pläne zunichte zu machen und den Gewaltstreich zu wagen. Er nutzte die allgemeine Begeisterung und beschleunigte das Tempo des Geschehens. »Nach Rom, nach Rom!« schrien die Faschisten in Neapel. Mussolini antwortete, entweder sie übertragen uns die Regierung oder wir holen sie uns. Es handelt sich nur noch um Tage oder um Stunden. Der Parteikongress der Faschisten hatte jeden Sinn verloren. Viel Lärm um nichts. Die Delegierten hatten es eilig. Was sollen wir in Neapel? In Neapel regnet es, schrie mitten im Kongress der Parteisekretär Onorevole Michele Bianchi. Der Ausspruch war zweideutig, wie die berühmten Auskünfte der Orakel. Aber genau solche sinnlose Phrasen erhalten eine geheimnisvolle, die Gläubige faszinierenden und bannende Bedeutung. In Neapel regnet es, wiederholten die Delegierten. Bianchis Ausspruch ging in die Geschichte ein. Der Kongress wurde unterbrochen und der Marsch auf Rom begann mit einer enthusiastischen Schwarzhemden-Demonstration vor dem Kommando des Armeekorps. Es lebe das Heer! Offensichtlich fürchten die Faschisten das Heer. Dies trug sich am 26. Oktober in Neapel zu. Aber was geschah in Rom? Rom war ruhig, gleichmütig. Das Leben ging seinen normalen Trott. Die Regimenter lagen in den Kasernen, diszipliniert wie immer. Die Polizei kontrollierte jede verdächtige Bewegung. Die Faschisten hatten aufgehört, sich in ihren Schwarzhemden zu zeigen. Wenn sie ausgingen, ließen sie auch die Wappen zu Hause. Trotzdem war die Regierung nervös. Der Ministerrat tagte in Permanenz, aber je länger er tagte, desto deutlicher offenbarten sich die Gegensätze. Facta war der aufgeregteste von allen.
aus dem Invalidenfest vor dem Grab des unbekannten Soldaten wurde nichts. Aus der Traum vom 4. November. In seiner langen parlamentarischen Karriere hatte er sich nie in einer ähnlichen Lage befunden. Fakta konnte also von der Vergangenheit keinen nützlichen Rat erwarten. Er saß da wie auf glühenden Kohlen. Eine Gruppe von Abgeordneten sprach bei ihm vor. Die Kollegen drängten ihn, er solle sich entschließen, Gewalt einzusetzen. Doch der Regierungschef schluchzte nur: Gewalt? Wollt ihr wirklich, dass ich Gewalt anwende? Gut, wenn ihr unbedingt wollt, werde ich mir eine Kugel durch den Kopf jagen. Mussolini hielt sich voller Skrupel an die klassische Kriegsgewohnheiten. Ehe man einen Krieg beginnt, hat man den Krieg zu erklären. Zu diesem Zweck schickte er Boten nach Rom. Kerensky gilt allgemein als Schwächling. Es ist üblich, einem Kranken die Krankheit vorzuhalten. Aber im November 1917 versuchte Kerensky, Soldaten, Kosaken, Matrosen und Kadetten aufzubieten, um die Machtergreifung der Sowjets in Petrograd zu verhindern. All seine Mühen waren vergeblich, doch wird die Geschichte ihm zugutehalten, dass er bis zuletzt gekämpft hat. Was dagegen tat Onorevole Facta? Zunächst empfing er die Abgesandten des Duces, die ihm Krieg oder Frieden anboten, mit der erlesensten Höflichkeit und versuchte, Zeit zu gewinnen. Großzügig ließ er Speisen, Getränke und Zigarren auftischen. Als er erkannte, dass freundliches Händeschütteln und üppige Bankette sinnlos waren und dass der Marsch auf Rom schon gewonnen hatte, nahm er allen Mut, dessen er fähig war, zusammen. Und was tat er? Er ging zum König und bot ihm die Demission des Kabinetts an. Soll ich noch weiterlesen oder vielleicht diese eine Seite noch, genau. Okay. Der Marsch auf Rom ist eine der interessantesten Ereignisse der neueren Geschichte. Dem nicht-italienischen Leser sei an dieser Stelle empfohlen, eine Landkarte Italiens zur Hand zu nehmen. Der Marsch wurde am 26. Oktober 1922 in Neapel beschlossen. Dort wurde auf die Detailplanung festgelegt, totalen Mobilmachung der Faschisten zwischen 26. und 27. Oktober, am 28. Oktober Beginn des Marsches. Das Schicksal Italiens muss sich in Rom entscheiden, das liegt auf der Hand. Mussolini besteigt in Neapel den Schnellzug, fährt durch Rom nach Norden und verbannt sich aus eigenen Stücken nach Mailand. Mailand liegt am anderen Ende Italiens, rund 600 Kilometer von Rom entfernt. In Neapel wäre er der Hauptstadt näher gewesen. Die vom Duce getroffene Wahl des Gefechtsstands ist zweifellos originell. Auch heutzutage sind trotz aller Fortentwicklung der Waffen 600 Kilometer zwischen dem Oberkommandierenden und dem kämpfenden Heer eine außergewöhnliche Distanz. Dafür aber bietet Mailand den Vorteil, dass es nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze sind. Die Mobilmachung der Faschisten funktioniert mehr schlecht als recht. In den meisten Regionen überhaupt nicht. Ein Aufstand gegen einen Staat, der entschlossen ist, sich zu wehren, ist kein Kinderspiel. Die Italiener sind noch zuversichtlich. Dieser Marsch endet im Kerker. Doch die Regierung hat demissioniert und führt nur noch die Geschäfte weiter. Der Generalstab der faschistischen Kampfgruppen schlägt sein Hauptquartier in Perugia auf. Der Herzog von Aosta will dem Unternehmen jede Hilfe leisten. Er reist heimlich in die Gegend von Perugia. Faschistische Marschkolonnen sammeln sich in Civitavecchia, Mentana und Tivoli. Das Marschziel ist klar: Rom. Noch herrscht ein heilloses Durcheinander. Es gibt Missverständnisse, Verspätungen, Pannen aller Art. Die Marschkolonnen brechen auseinander, finden einander nicht. Der Aufmarsch an den Sammelpunkten erfolgt schon verspätet. Außerdem haben die meisten Faschisten keine Waffen. Viele haben Jagdgewehre mitgebracht. Für die Gewehre aus dem Heer ist nicht genügend Munition vorhanden. Nur einige MG-Abteilungen aus der Toskana haben einsatzfähige Waffen. Die Lebensmittel werden schon am ersten Tag knapp. Essen! Wir wollen essen! Schreit die Marschkolonne in Mentana. Fast wäre es zu einer Meuterei gekommen.
In einigen Provinzstädten gelingt es den Faschisten, die öffentlichen Gebäude in Handstreichen zu besetzen. In Mailand verbarrikadierte sich Mussolini im Redaktionsgebäude seiner Zeitung Des Popolo d'Italia und lässt rundherum einen Stacheldrahtverhau anbringen. Am Abend verkündet er: Wir müssen unsere Festung um jeden Preis halten. Der Marsch beginnt damit, dass der Oberkommandierende des ganzen Unternehmens am Vorabend des historischen Ereignisses in seiner Festung hinter spanischen Reitern festsitzt. Vielen Dank, Helena Janacek. Ich habe jetzt beim Hören noch mal gedacht, was das eigentlich für ein spektakulärer Text ist. Aber vielleicht direkt erst an Sie, Birgit Schönau, so beim Hören noch mal. Also da kommt einem ja ganz viel gleichzeitig hoch. Mögen Sie direkt was dazu sagen? Ja, gerne. Das ist eine ganz interessante Stelle, die eigentlich deutlich macht, warum es so sehr verdienstvoll ist, von dem Folio Verlag dieses Buch noch einmal auf Deutsch herauszubringen. Denn tatsächlich glaube ich, dass man in Deutschland eigentlich unter dem Marsch auf Rom, das ist natürlich so ein feststehender Begriff, auch in Deutschland, zu Italien komme ich gleich, und dass man sich darunter alles Mögliche eigentlich vorstellt, aber weniger die historische Wahrheit, nämlich eine absolute Farce. Dieser Marsch auf Rom, den D'Annunzio sich ja, wir haben es gerade gehört, ausgedacht hatte und den Mussolini dann als Propagandaslogan übernommen hat, der hat ja in Wirklichkeit eben gar nicht stattgefunden. Der Marsch auf Rom ist bis heute ein faschistischer Mythos geblieben, der sich aber auch in den Köpfen der Italiener festgesetzt hat. Also auch hierzulande weiß man eigentlich gar nicht so genau, dass es sich um eine Farce handelte, dass die Macht übergeben worden ist, ohne Not, aus einer Mischung von Opportunismus, Feigheit und auch Verachtung einer Demokratie, die gerade im Keimen begriffen war, heraus, hat man Mussolini diese Macht übergeben. Es gab eben diese verschiedenen Protagonisten. Facta, der Onorevole Facta, der amtierende Ministerpräsident, ein Konservativer, den Lusso hier so hervorragend beschreibt, ein typischer, hochgebildeter, Liberaler eigentlich, dem realen Leben und dem Volk vollkommen entrückt, der aber hervorragende Manieren hat und tatsächlich jetzt glaubt, man könnte den Faschismus damit ausbremsen und austricksen, dass man ausgerechnet den wild gewordenen, irren Dandy D'Annunzio benutzt als Marionette, der zusammen mit einem Heer von Kriegsversehrten, das muss man sich wirklich mal plastisch vorstellen oder das nochmal nachvollziehen, diese Szene, die Lusso gerade, ist es vorgelesen worden, beschreibt, die sollen jetzt also die faschistischen Schläger von Mussolini ausbremsen. So viel zu Fakta. Dann kommt der König Vittorio Emanuele, hat Angst vor seinem Cousin, dem Herzog von Aosta, der mit dem französischen Königshaus verbandelt ist und der die Faschisten seinerseits benutzen möchte, um selbst den ungeliebten und verhassten Cousin als König, als neuer König von Italien zu ersetzen. Diese beiden. Und das sind eigentlich die Hauptstrippenzieher für die Machtübernahme. Aber dazu kommen auch noch die Großgrundbesitzer, die sich der faschistischen Schlägertruppen bedient haben, was Lusso auch beschreibt an anderer Stelle, um den Aufstand der Landarbeiter, die aus dem Krieg zurückkehren und nun ihren Lohn haben wollen in Form von Partizipation, in Form von Verteilung der großen Latifundien. Diese Großgrundbesitzer, die wollen das natürlich nicht und die heuern dann die faschistischen Schlägertrupps an, um die Landarbeiter ruhig zu halten, sie zu schlagen, sie zu bedrohen. Auch Morde sind an der Tagesordnung. Also das alles läuft da im Hintergrund vor diesem Marsch auf Rom ab. Und die Macht wird von diesen drei Säulen der Gesellschaft dann eben an Mussolini einfach ohne Not übergeben.
schon ziemlich spektakulär, wenn man sich überlegt, dass Mussolini sich in Mailand verbarrikadiert hat während dieses Marschs auf Rom. Also das ist, hat ja so ein gewisses, geradezu komödiantisches Element, finde ich, was ja in dem Text von Lussu auch so rauskommt. Und das fand ich jetzt schön, das beim Hören auch nochmal so besonders dargestellt. Ich finde das ein, ich weiß nicht, wie Ihnen das ging, bei einem ganz besonderen Stil und habe auch überlegt, also was ist das eigentlich für ein Buch? Es, würde man heute sagen Memoir oder ist das eher, würden Sie es als Sachbuch lesen oder wie geht es Ihnen damit, Helena Janeczek? Ja, also es ist ein Memoir, aber es ist entstanden, um eben, dieses Buch wurde eben im Exil in Frankreich geschrieben, eindeutig mit dem Ziel, eben die Öffentlichkeit, die nicht italienische Öffentlichkeit zu erreichen und um diesen Vormarsch der rechtsradikalen Politik in den 30er Jahren irgendwie, um da eben eine Vorwarnung zu geben, wie das passiert und wie das gehen kann. Es ist erschienen 32, also, und zu dem Zeitpunkt, er sagt es auch, also im Großen und Ganzen, im Allgemeinen, wir haben im Gedächtnis eben Faschismus in Italien, dann Nationalsozialismus in Deutschland, aber es waren zu dem Zeitpunkt war Ungarn schon faschistoid, Polen war, gab es einen General, also Spanien und Portugal kommen nach, also es war also die ganze Palette der antidemokratischen Rechten breitete sich unglaublich aus in Europa und davor wollte er, und in Frankreich hatten sie auch große Befürchtungen in der Richtung und davor wollte er halt warnen und was eben der Titel selbst ist genial, also dieses Marsch auf Rom und Umgebung, ist schon eben eine Entmythosierung dieses Marsches auf Rom. Und der Zentralaspekt, also dieses Buches, das eben auch dann sehr diese Faschistisierung das wirklich sehr, sehr entfernt vom Faschismus und auch der Dynamiken, die den Faschismus an die Macht gebracht haben, Sardinien eben mit beschreibt, ist einfach darauf hinzuweisen, dass das Problem der Machtergreifung der Faschismus nicht die Faschisten sind, sondern die Konzession, die vor allem die Führungskräfte einer jungen Demokratie oder jedenfalls einer nicht faschistischen Welt, also die liberalen Eliten, eben auch die Großgrundbesitzer, auf eine in einer gewissen Weise typisch italienische Art und Weise, dafür gibt es dieses Wort Transformismo, also dass eben dieses sich immer anpassen, also dieses Fähnchen nach dem Wind. Und das machen dann natürlich auch das normale Volk unter Bedrohung, unter sehr viel stärkerer Bedrohung. Und deswegen ist dieses Buch hat auch eben eine Dramatik, weil eben die Anpassung an den Faschismus von Leuten, die eben von den Schlägertrupps bedroht werden oder gezwungen werden, eben da Rizinusöl runterzukippen und da eben erniedrigt werden im öffentlichen Raum, eben parallel erzählt wird zu diesem ohne jegliche wirkliche Bedrohung kapitulieren und sich anpassen. Dieser Herrscherschicht und dieser Elite, die eben sehr entfernt ist vom Geist des Landes, das das Land irgendwie nie begriffen hat. Ich noch zwei, wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, also eine wichtige Figur, die er, glaube ich, ein bisschen, also wo er ein bisschen Angst hat,
auch auf den besonders seinen Sarkasmus abzuladen, ist der Herzog von Aosta, der ein absolut mythisierter, der überhaupt mythisierteste General aus dem Ersten Weltkrieg war. Also der einzige, der im allgemeinen Mythos damals und heute noch eben als der heldenhafte, standfeste und so weiter General galt. Und nachdem eben Italien ein Land ist, das nicht besonders viel, euphemistisch gesagt, Vergangenheitsbewältigung gemacht hat, ist es heute eben auch noch nicht ganz klar, was für eine Figur der Duca d'Aosta gewesen ist. Und da kann ich mir vorstellen, also hat sich also er ein bisschen zurückgehalten, weil eben er eben auch aus diesem aus dieser, also seine Legitimierung in diesem Buch und auch im großen Teil wahrscheinlich sein Leben verdankt Emilio Lusso, unter anderem eben der Tatsache, dass er eben ein ehemaliger Soldat war und eben für seinen Mut, für seine Tapferkeit und nachdem im großen Ganzen diese ganze ersten Faschisten alle aus diesem ehemaligen Soldatenmilieu rekrutiert worden sind, also aus dieser Art von Revanchismus der ehemaligen Soldaten, war er eben in einer seltsamen Position, also in der also auf der einen Seite eben sein Prestige trotz dieser politischen, trotz diesem radikalen Kontrast eben dennoch über dieses Veteranentum noch festhalten konnte. Die zweite Sache, also wo ich mit Frau Schönbaumer vielleicht nicht ganz d'accord bin, ist die Rolle von Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio hat leider Gottes in der italienischen Geschichte eine fatale Rolle gespielt, die heute auch noch nicht irgendwie im Großen und Ganzen wirklich so beleuchtet worden ist. Gabriele D'Annunzio war einer der Figuren, die eine Rolle gespielt hat, um die ganze bürgerliche Elite dazu zu bewegen, in den Ersten Weltkrieg zu ziehen. Also er war so ein großer Kriegstreiber nach dem für den Ersten Weltkrieg. Gabriele D'Annunzio hat nach dem Ersten Weltkrieg, also nach dem Sieg Italiens im Ersten Weltkrieg, die Parole sich einfallen lassen, die in einer gewissen Weise so eine Art politisches Pendant zur Dolchstoßlegende in Deutschland ist, im deutschsprachigen Raum, nämlich La Vittoria Mutilata, also der Sieg, dem eben der amputierte Sieg, also eben in Anspielung als Bild an eben Kriegsinvaliden, weil eben das letztliche Friedensabkommen seitens Italien eben verzichtet hat auf im Geheimpakt, im Londoner Geheimpakt 1915 versprochene Gebiete im heutigen Kroatien, also Dalmatien, Istrien und so weiter. Istrien bekam Italien noch, aber Dalmatien nicht. Also die ganze dalmatische Küste, die versprochen worden war, ging ans neue Jugoslawien. Und dieser Slogan vom importierten Sieg war eben eine der Propaganda Ansatzpunkte für den angehenden Faschismus und hatte hinter sich das ganze rechtsnationale Lager.
die und wie wir eben auch gehört haben, auch diese Fiume-Geschichte war eben auch so eine Vorgeschichte zum Faschismus. Ja. Also insofern ist dieser bedeutende sicherlich Schriftsteller und Dichter ist also eine politische Figur, die wirklich sehr durchaus mächtig war, also und deswegen, ich kann mir vorstellen, hätte dieser Plan von dem unter vielen anderen Aspekten ja wirklich nicht gerade auf dem Stand der Dinge stehenden Fakt da funktioniert, dann hätte das tatsächlich den Faschismus abwenden können. Allerdings eben auch eine Figur, die eben auch so histrionisch, auch so eben zum Teil komische Züge oder pathetische Züge wie D'Annunzio trägt. Was aus dem geworden wäre, wüsste man auch nicht. Es war auch kein eben überzeugter Demokrat. Ja, ich glaube, also das eine wahrscheinlich, was es so ein bisschen schwierig macht, und darüber werden wir auch gleich reden, ist so mit Bezug auf heute zu lesen, ist eben die Geschichte des Ersten Weltkriegs, die das ganze Buch grundiert. Lussu kommt immer wieder auch in problematische Situationen mit Faschisten und dann erkennt er irgendeinen wieder, der auch in seiner Brigade gedient hat und sofort stellt sich sozusagen so eine soldatische Verbundenheit her, die auch über die politischen Differenzen hinaus trägt. Und da habe ich dann immer beim Lesen gedacht, so okay, das finde ich jetzt sozusagen, es ist schwierig nachzuvollziehen, weil man jetzt auch so gerne das ins Heute übertragen würde. Ich finde aber jetzt, was Sie auch in Bezug auf den Herzog von D'Aosta gesagt haben, dieses Zurückhaltende ist vielleicht eins der wesentlichen Stilmerkmale des Buches. Und ich habe jetzt gerade noch mal gedacht, also er hat es 1932 geschrieben, also auch aus deutscher Perspektive natürlich sozusagen der allerschwärzeste Moment. Und er gleich am Eingang sagt er, ich schreibe nur das auf, wovon ich ganz, was ich verbrieft sozusagen, was ich selbst erlebt habe oder sozusagen von mittels Gewehrsmännern erzählt bekommen habe. Und ich urteile nicht. Es ist nicht an mir jetzt zu urteilen über diese Verhältnisse. Das sollen andere machen. Und das finde ich schon, also er hat schon 10 Jahre Faschismus und wirklich ist selbst tätlich angegriffen worden, ist verbannt worden, ist also hat schon eine schlimme Geschichte hinter sich, große Gewalterfahrung. Und schafft es dennoch, ein so zurückhaltendes Buch zu schreiben. Und ich finde, Mussolini bleibt auch seltsam im Hintergrund. Es ist kein Pamphlet, es ist keine Anklage. Und deswegen, glaube ich, lässt es sich heute so ungeheuer gut und vielleicht eben deswegen auch so aktuell lesen. Ja, ich gebe gleich das Wort an Frau Schöner weiter. Also was mir jetzt gerade einfällt, ist im Großen und Ganzen dieses Buch, 31 oder 32 erschienen, hat einen Stil eingeweiht, der dann im Großen und Ganzen auch ein Stil wird der ganzen wichtigsten und Nachkriegsliteratur in Italien, der ganzen wichtigen italienischen antifaschistischen Literatur. Und zwar, dass der Antifaschismus sich auch dadurch zeigt, dass man eben auf diese ganzen Rhetorik und Helden, Mythen und so weiter, also es ist im Großen und Ganzen eben gebrochene Texte, viel anti-heroische, viel ironische Texte auf die eine oder auf die andere Art und Weise, also jedenfalls diese ganze Regime-Rhetorik, diese ganze Helden-Rhetorik und diese ganze eben Mystifizierung auch der Glorifizierung der Virilität und dieses ganze Popapo, das ist hier schon total demontiert und das ist auch dann ein in ganz verschiedenen Stilrichtungen ein Merkmal der großen antifaschistischen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg, also Sentiero dei Nidi di Ragno, das Erstwerk von Italo Calvino, das ganze Oeuvre von Beppe Fenoglio und der aus dem Piemont war und Luigi Menegello, der aus dem Veneto war und der im Großen und Ganzen seine Resistenza gemacht hat in derselben
genau dort, wo Emilio Lusso auf der Hochebene war, also Altipiano di Asiago, da war Meneghello als Partisan und Lusso eben als Offizier im Ersten Weltkrieg. Genau, das bringt uns jetzt vielleicht so in die Richtung dessen, also genau, ne, warum das heute so schrecklich aktuell ist. Und ich habe mit Frau Schönau im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ob das eigentlich, also man möchte das so gerne, ne, aber ist es eigentlich zulässig? Das ist 100 Jahre her, der König spielt jetzt nachweislich keine Rolle mehr. Wir haben eine demokratisch gewählte Regierung in Italien. Es ist kein Staatsstreich in dem Sinne gewesen. Und es fehlt eben dieses Element des grundierenden Ersten Weltkriegs, sage ich mal, das sozusagen so entscheidend ist auch für die Zusammenarbeit oder die Zerwürfnisse zwischen italienischen Politikern. Frau Schönau, wir hatten im Vorgespräch kurz gesagt, wir können das nicht so genau sagen, also ne, dass man jetzt sofort so eine Vergleichbarkeit behauptet, aber Sie haben auch gesagt, ja, das liest sich ja erschreckend aktuell. Können Sie das deutlich machen, wie... Ja, ich möchte zunächst nochmal die Unterschiede herausstellen. Also welche Kräfte haben Mussolini damals an die Macht gebracht? Italien war damals ein Agrarland, das muss man sagen. Ja, es gab ja noch keine Industrie, es war auch noch sehr viel mehr Agrarland als Deutschland. Und da war nun wirklich dieser Konflikt zwischen Großgrundbesitzern und Landarbeitern ein sehr entscheidender Bestandteil für der sozialen Spannung, die sich nach dem Ersten Weltkrieg ergab. Italien war eine Monarchie. Italien war natürlich damals sehr katholisch, im Unterschied zu heute. Das darf man auch nicht vergessen. Und Italien war ein Land Analphabeten. Was Mussolini, ein hervorragender Journalist war, Boulevardjournalist, den eigentlich Boulevardjournalist erfunden hat, in Italien, bevor er in die Politik ging, verstand. Mussolini war auch ein großer Kommunikator, das muss man auch im Hinterkopf haben. Die Tatsache, dass Lusso ihn in dieser historischen Reportage, die wir heute besprechen, ihn in den Hintergrund lässt, ist auch interessant und stößt uns darauf, dass wir nicht zu sehr personalisieren dürfen, wenn wir politische Situationen analysieren. Also genauso wenig, wie es damals nur Mussolini war, ist es heute nur Giorgia Meloni oder war es 1994 nur Meloni, womit wir jetzt beim Heute sind. Und das ist natürlich ein großes Fass, was wir aufmachen. Ich möchte mich erstmal nur auf einen Aspekt beschränken, den Frau Janicek auch schon angesprochen hat, nämlich die nicht vorhandene Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit in Italien. Und ich möchte da zunächst mal sprechen über den Diktator D'Annunzio, der ja auch schon öfters angesprochen worden ist und der heute im Gegensatz zu Lusso immer noch als italienischer Staatsdichter verehrt wird, der in den Schulen gelesen wird, nachdem Straßen benannt sind, nachdem touristische Routen benannt sind, der immer noch seinen Spitznamen oder Decknamen in Warte trägt, was ihm eine sakrale Aura verleiht. Und jetzt ganz abgesehen von der literarischen Qualität seiner Werke, die ich persönlich sehr bescheiden finde, weil es einfach ein schwülstiger Kitsch, das ist eigentlich auch unübersetzbar. In Deutschland ist er vollkommen verschwunden. In Italien ist er omnipräsent. Ich lese La Cucina Italiana. Das ist gibt es seit den 20er Jahren eine Zeitung mit Zeitschriften mit Rezepten, die aber eben auch für Italiener ist Küche, ist natürlich auch für uns. Also La Cucina Italiana brachte in der Weihnachtsausgabe im letzten Jahr 3 Seiten Rezepte von D'Annunzio, die D'Annunzio-Küche. Man fasst es nicht. Also so unkritisch und so präsent ist Gabriele D'Annunzio.
Video. Und das sagt einfach sehr viel aus. Ich meine, wir kommen später ja noch zu Frau Meloni und dem ganzen Rest, aber da wir hier auch über Literatur sprechen, ist das wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich Italien mit sich selbst nie auseinandersetzt. Das heißt, es wäre so einfach, den Marsch auf Rom, La Marcia su Roma e dintorni, als Schullektüre zu bringen. Stattdessen bringt man D'Annunzio, das sagt schon alles. Und ich bin hier auch schon fertig, wollte nur diesen Gedanken jetzt erstmal bringen, bevor wir dann weiter uns diskutieren können über die Situation von heute. Ich finde, also können wir ja direkt machen, also gerade wir nennen, was ist nicht vergleichbar, was ist aber auch vergleichbar. Und da hatte ich bei der Lektüre sozusagen diesen frappierenden Eindruck, dass die Institutionen relativ gut funktioniert haben, also auch den Charakter Mussolini erkannt haben. Und das Sie werden sehen, wird eine Fülle von Büchern zu 1923 geben, jetzt und im nächsten Jahr, also eben gerade mit Hitlers Putschversuch in München. Und da hatte ich so diesen ähnlichen Eindruck von, es war eigentlich alles klar. Es ist also so, ich merke, in meiner Vorstellung stellt sich immer so eine Situation her von dem totalen Chaos und dann kam so eine Lichtgestalt, die das dann im Handstreich erobert hat. Und das ist eben gar nicht so. Und das, finde ich, stellt Lusso eben auch so deutlich heraus, wie antifaschistisch, also gerade Sardinien war, wie brutal, das haben Sie ja schon gesagt, Frau Janicek, die Faschisten erst einfach auf ganz lokaler Ebene vorgegangen sind. Das war ja bei Hitler ähnlich, also doch sehr über so einen Angstmechanismus, dass aber im Großen und Ganzen die Institutionen ihre Arbeit gemacht haben. Und da, finde ich, wäre jetzt so die frappierende Parallele zu heute oder auch die ja ganz drängende Frage, was ergibt sich daraus? Ne? Also so ist, natürlich ist das ernst zu nehmen, aber man kann ja auch sagen, gut, das größte Übel ist die mangelnde Wahlbeteiligung. Und da ist schon wieder auch eine gefährliche Parallele, das glaube ich ähnlich. Mussolini hatte 1919, glaube ich, hat er 4.000 Stimmen bekommen. Und die Fratelli d'Italia haben vor 4 Jahren auch irgendwie einen ganz geringen Prozentsatz, also haben sich irgendwie, glaube ich, um 20% oder sowas vermehrt. Und wie würden Sie, also gerne Sie zuerst, vielleicht Frau Janicek, kann man das als so eine Parallele sehen, also sozusagen die an sich vielleicht zu sicher fühlenden Institutionen und ein Volk, das sich eben nicht mehr repräsentiert fühlt? Was wäre die Parallele, die uns heute angeht? Ja gut, also ich denke, also Politik, Verdrossenheit und im Großen und Ganzen mangelndes Vertrauen in Institutionen im Allgemeinen, das ja in Italien seit langer Zeit also sehr, sehr, sehr tief ist, ist natürlich eine große Gefahr für eine Demokratie. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert mit Melonis Regierung. Ich finde es wichtig, eben darauf hinzuweisen, dass spätestens ab Berlusconi eben die postfaschistischen Parteien eben an der Regierung waren. Auch Giorgia Meloni war an der Regierung, schon in den verschiedenen Koalitionen Berlusconis. Und mit Berlusconi hat die Lega, früher Lega Nord und dann Lega im Allgemeinen unter Matteo Salvini mitregiert. Und diese, abgesehen, also ich finde es nicht so wichtig jetzt, nicht so zentral, dass eben Melonis jetzige Partei eindeutig und sich an diese neofaschistische Tradition auch im Symbol und so weiter anknüpft und da eben gleichzeitig eben genau wie Vox in Spanien eben noch diese Nostalgika des Faschismus eben nicht davonlassen möchte. Das Problem ist, dass die Normalisierung der extremen oder wenigstens der radikalen Rechten und zum Teil der extremen Rechten in Italien mit Berlusconi angefangen hat und dass dann
in den letzten mindestens 10 Jahren, und zwar überall, Deutschland inklusive, ganz zu schweigen von Ländern wie Russland, eben die ganze rechte Politik immer mehr Einfluss genommen hat auf die Mainstream-Politik und dass deswegen einfach die radikal rechte Agenda eine normalisierte Agenda geworden ist. Das ist mein Ansatzpunkt. Und ob jetzt diese rechte Regierung mit einer deklariert postfaschistischen Ministerpräsidentin in Italien rechter sein wird als die furchtbare Regierung mit Cinque Stelle und Salvini als Vizeministerpräsidenten und Innenminister, das wird sich zeigen. Das könnte also jetzt nicht dank einer mehr größeren an sich moderaten Haltung von Frau Meloni nicht so sein, sondern einfach aufgrund der Lage, in der sich Europa heute befindet, die wird sich sicherlich auslassen gegenüber eben Migranten und Minderheiten und wahrscheinlich auch Frauenrechte, wie sehr sie da das angreift, das weiß ich noch nicht. Aber eben zu der Zeit der Regierung Salvini, Cinque Stelle, hat es wirklich eine Bedrohung gegeben, dass also nicht nur Italien nach rechts abdriftet, sondern dass Italien eben in dem Sinn von diesem Rechtspopulismus, diesem, was man auf Italienisch Sovranismus nennt, also diesen aus der Europäischen Union aussteigt und damit eben die ganze Europäische Union noch mehr ramponiert als eben die Brexit, und heutzutage weiß man, dass dahinter unter anderem dann auch die Hand, das Händchen von Putin und so weiter, also die Destabilisierungspolitik Russlands stand, also Brexit. Und was mir eingefallen ist, als ich dieses Buch nochmals gelesen habe, weil ich habe es vor Jahren gelesen, also natürlich ist also das Faseske und das Opportunistische und das Feige und dieses Schmierenkomödiantische hat eben leider Gottes tatsächlich ein bisschen italienisch ewige Charakterzüge in einer gewisser Art und Weise, aber das was irgendwie dieser Farce, dieser in der Tragödie endenden Farce ähnlichste, was passiert ist in der nahen Gegenwart, was mir eingefallen ist, ist der Angriff auf Capitol Hill, der eben auch aussah wie eine eine absolute Anwandlung von Vollidioten. Und es war eben ein absoluter Putsch und ein misslungener Putschversuch. Und auch die Art und Weise, wie eben eine Figur wie Donald Trump gleichzeitig natürlich angeprangert worden ist, aber im Großen und Ganzen auch dessen Gefährlichkeit banalisiert wurde oder sozusagen auch durch die Personalisierung banalisiert worden ist, ist eben eine Gefahr, weil es geht eben nicht nur darum, wie sehr jetzt der eine oder der andere mehr oder weniger komische, pathologische oder machtbesessene Aufsteiger sich da auf der Bühne der Politik irgendwie durchzusetzen versucht, sondern es geht darum, welche Kräfte stellen sich hinter ihnen. Und diese Problematik haben wir meines Erachtens heute leider Gottes in vielen Ländern. Ja, vor allem, man kann ja Italien tatsächlich als ein
Schmierenkomödianten hin oder her als Role Model sehen. Also Mussolini war vor Hitler an der Macht und Berlusconi lange vor Trump. Also sozusagen diese Art von Aushöhlung oder etwas, was man vielleicht beschreiben könnte als, ja, was sich doch über Jahre und Jahrzehnte in der DNA eines vermeintlich stabilen demokratischen Volkes niedersetzt und dann eben wirklich dieser schreckliche Vertrauensverlust, den Sie jetzt auch gerade, der sozusagen seit Jahren in Italien zu beobachten ist und jetzt eben, ich glaube, wirklich 10% sind weniger zur Wahl gegangen als letztes Mal. Also das ist ja schon eine extrem erschreckende Nummer. Und zugleich, und das vielleicht nochmal an Sie, Frau Schönau, jetzt so aus Rom, die Frage, was kann man tun? Also jetzt nochmal in Bezug auf Lussu, der wirklich der Partito d'Azione, also der Aktionspartei, angehört hat und auch, wie ich finde, und das allein, glaube ich, macht die Lektüre so wertvoll, sich die ganze Zeit eine Haltung bewahrt, also die ich eben in diesem Stil so faszinierend finde, diese genau keine moralische Wertung, trotz der großen Verletzungen, die sichtbar werden, eben von all den Freunden, die übergelaufen sind und einfach opportunistisch versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Eine Haltung des Nicht-Nachgebens, trotzdem mit dem politischen Feind ja auch immer wieder zu sprechen. Und ich weiß nicht, mir ist jetzt dann nur ganz aktuell, fiel mir dann auf die AfD-Demo in Berlin am Samstag. Da habe ich dann der Zeitung entnommen, so, oh Gott, das waren 10.000 AfD und nur 1.400 Gegendemonstranten. Ich dachte, ach, die Gegendemonstranten werden die schon platten. Also es ist jetzt auf so einem ganz kleinen, wiederum nicht vergleichbaren Level, aber eben, ist es das oder was würden Sie jetzt sagen, wenn wir jetzt mal so eine teilweise Vergleichbarkeit behaupten? Was wäre jetzt zu tun in Italien, aber vielleicht eben auch hier oder in Europa? Naja, also ich glaube schon, dass die Zivilgesellschaft, die in Italien stark ist, sich rühren wird, falls es um die Einschränkungen von Bürgerrechten, falls es zu Einschränkungen von Bürgerrechten kommt. Also darauf gibt es ja jetzt schon Hinweise. Da wird, das wird man nicht widerspruchslos hinnehmen, natürlich. Man muss auch bedenken, dass natürlich hat das Wahlrecht auch das Seinige dazu beigetragen, dass es jetzt so eine stramm rechte, wirklich Regierung gibt mit einer erdrückenden Mehrheit in den beiden Parlamentskammern, sodass die sehr wahrscheinlich dann auch 5 Jahre durchregieren werden. Denn das, was man hier in Deutschland vernommen hat in den letzten Wochen, naja, italienische Regierungen, die halten eh nicht lange. Also abgesehen davon, dass die tatsächlich nicht lange gehalten haben in der Nachkriegsgeschichte, aber immer wieder mit demselben Personal besetzt wurden. Allein Andreotti war 7-mal Ministerpräsident. Wird diese Regierung, glaube ich, lange halten? So, das, worüber ich kurz noch mal sprechen möchte, das ist, wie stark sind die Institutionen in Italien? Das kann man mit Deutschland auch nicht so vergleichen. Also Berlusconi hat eigentlich von Anfang an systematisch die demokratischen Institutionen ausgehöhlt, indem er sie als kommunistisch dargestellt hat. Also Berlusconis Credo und Propaganda war, die Richter sind eigentlich Kommunisten. Richter, die mich beurteilen wollen, sind Kommunisten. Irgendwann sagt er auch, die Verfassung ist von Kommunisten geschrieben worden, das stimmt, die waren daran beteiligt, aber natürlich nicht nur die Kommunisten. Sein Narrativ war, Italien ist von Kommunisten jahrzehntelang regiert worden, was nachweislich nicht stimmt, denn die KPI war zeitweise die größte kommunistische Partei Westeuropas, aber nie an der Macht. Diese Aushöhlung der demokratischen Institutionen wird also in Italien schon seit Mitte der 90er Jahre erfolgreich betrieben. Das andere, was betrieben wird, das hat Frau Janicek schon dargestellt, ist die Normalisierung des Faschismus, die Normalisierung von rechtsextremen Gruppierungen. Das ging so weit, dass Berlusconi sich mit denen in einem Wahlbündnis schon zusammengetan hat, als Giorgia Meloni noch gar nicht auf dem Programm stand. Die Fratelli d'Italia gab es noch gar nicht. Er hat sich mit Rechtsextremen verbunden, sogar mit Holocaust-Gegnern, mit der Splitterpartei Forza Nuova, deren
Exponenten immer mal wieder wegen Rechtsterrorismus ins Gefängnis ging. Da hatte er nie Berührungsängste. Und das Ganze wurde unterstützt von einem, wirklich, das muss man wirklich so sagen, von einem großen Teil der italienischen Medien, vom Fernsehen, vom Rundfunk, von den Zeitungen, die dann auch immer wieder dazu beigetragen haben, dass neue Rechtspopulisten, wie zum Beispiel Salvini oder auch jetzt Meloni, eingeführt wurden, man kann es nicht anders sagen, normalisiert wurden. Das geht bis hin zur Verwendung des Vornamens in den Überschriften. Auch jetzt schreiben die großen italienischen Zeitungen schon von Giorgia. Also das, so findet diese Normalisierung statt. Das andere, was ich unbedingt noch loswerden wollte zur Stärke der oder Schwäche der Institution, ist, dass A, leider auch die linken Regierungen immer wieder regiert haben mit sehr vielen Notverordnungen und mit sehr wenig Parlament. Dass zweitens leider der italienische Rechtsstaat in den letzten Jahrzehnten immer schlechter funktioniert hat. Und das führt dazu, zwangsläufig, diese beiden Dinge. Die Regierung behilft sich mit Notverordnungen. Das Parlament ist praktisch gar nicht mehr so wichtig. Es gibt immer wieder Regierungen, die gar nicht gewählt sind, sondern aus Experten bestehen. Und ich als Bürger fühle mich nicht geschützt von einem Staat, dessen Gerichte einfach nicht funktionieren. Wenn ich jahrelang darauf warten muss, dass ich Recht bekomme, dann gehe ich gar nicht erst vor Gericht. Vor wenigen Jahren, und die Situation hat sich nicht entscheidend verbessert, waren beim römischen Zivilgericht 700.000 Verfahren anhängig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, und jetzt bin ich gleich fertig, nur um mal einen Einblick zu gewähren in die italienischen Institutionen, ist der italienische Senat vor Jahren lahmgelegt worden von Roberto Calderoli, der jetzt wieder gut als Lega-Exponent wieder gute Chancen hat, noch einmal Senatspräsident zu werden. Warum hat er den Senat lahmgelegt? Er selbst sollte angeklagt werden wegen rassistischer Beleidigung einer Ministerin, einer Person of Color Ministerin, die damals vom sozialdemokratischen PD als zur Integrationsministerin gemacht wurde. Und Calderoli bezeichnete sie in aller Öffentlichkeit als Orang-Utan. Damals war er schon stellvertretender Senatspräsident. Um zu verhindern, dass er vor Gericht gestellt wurde wegen der Beleidigung, hat er den Senat blockiert mit 500.000 Änderungsanträgen. Bin ich noch da? Hören Sie mich noch? Ja, das ist ein entsetztes Schweigen. Nein, Sie sind sehr gut zu hören. Hat den Senat manipuliert, indem er über einen Algorithmus 500.000 Änderungsanträge produziert hat zu einem Haushaltsgesetz, damit der Senat einknickte und ihn nicht vor Gericht brachte. Und genauso ist es gekommen. Der Senat ist vor Roberto Calderoli eingeknickt wegen der 500.000 Änderungsanträge. Und dieser Mann wird wahrscheinlich jetzt wieder einen wichtigen Posten im Senat bekommen. Das ist Italien. Das heißt, Frau Meloni kommt nicht aus dem Nichts. Es ist auch nicht sie allein. Die Aushöhlung der italienischen Demokratie findet seit Berlusconis Eintritt in die Politik sukzessive weiter statt. Und die Situation ist eigentlich ziemlich verheerend. Dieses Beispiel, also Herrn Calderoni hatte ich schon verdrängt, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel eben, also für diese Aushöhlung der Institutionen, dem man sich ja eigentlich gar nicht genug entgegenstellen kann. Wir kommen jetzt trotzdem zum Schluss, weil das ist ja unsere Mittagsveranstaltung und eigentlich haben wir den Anspruch, dass das Publikum das in der Mittagspause hier schnell mal mitnehmen kann. Jetzt sind wir auf einer sehr, sehr dramatischen Note geendet. Ich würde aber noch abschließend von Ihnen gerne wissen, Frau Janicek, und natürlich auch von Ihnen, Frau Schönau, wenn wir jetzt noch mal auf Lussu zurückgehen, 1932 geschrieben mit Blick auf 1922. Wenn Sie beide, vielleicht tun Sie es ja schon, zur Feder greifen oder in die Tastatur hauen, jetzt, wie würden Sie diese jetzt gerade im Hinblick auf diese Jahrzehnte Berlusconi, die hinter uns, hinter Ihnen liegen,
Was würden Sie schreiben und wie würden Sie schreiben? Also ich erinnere an eine italienische Schriftstellerin, eine Befreundete, die zu mir mal gesagt hat, ja, Berlusconi ist ganz schlecht für die Literatur, weil man kann sich einfach gar nichts mehr ausdenken, weil es ist sozusagen, es wird jeden Tag, wird es überboten von Berlusconi selbst. Also was soll man sich denn noch einen politischen Clown ausdenken, wenn man den die ganze Zeit vor sich hat? Sie beide jetzt aus Ihrer Kenntnis oder auch als Autorinnen, Wie würden Sie über die vergangenen Jahre schreiben? Ja, es ist schwierig, aber wenn ich auf Ihre Frage nicht antworten darf, sondern ich wollte einfach zu der richtigen, ziemlich unbarmherzigen Analyse von Frau Schönau etwas dazu sagen, was wirklich erstaunlich ist, wenn man Emilio Lussu liest, ist die andere Seite der Geschichte zu sehen, und zwar wie eben wenige Menschen, die von Anfang an bis zum Ende diesen Widerstand organisiert haben, ist tatsächlich geschafft haben, in einem Land, das damals keine solide Institution hatte, das heute keine allzu solide Institution hat, dennoch irgendwie es zu schaffen, dass Italien im Gegensatz zu anderen faschistischen, nazifaschistischen Ländern oder auch in anderen Wirklichkeiten eben doch es letztlich geschafft hat, mit einem immer langsam mehr sich ausbreitenden Widerstand, der trotzdem immer noch eine Minderheit von Menschen sämtlicher politischen Richtungen es geschafft hat, zu seiner eigenen Befreiung vom Faschismus beizutragen. Und da also das ist einfach, glaube ich, zu würdigen und vielleicht auch heute so als Anregung und als Richtlinie festzuhalten, dass es irgendwie doch geht. Und noch etwas vielleicht noch zu Emilio Lussu. Emilio Lussu hat da auch es ist gerade in diesen Tagen ein Buch erschienen, eine Biografie zu Emilio Lussus Frau, Joyce Lussu, Joyce Salvadori Lussu, also die hieß Joyce, weil sie halbe Engländerin war, also halb aus den Marken und auch aristokratische zum Teil, also aber eben Landaristokratie, Familie von ihr trug dazu bei, dass sie eben Joyce genannt wurde, und das war irgendwie auch das wirft auch nochmal ein anderes Licht auf, also nochmal ein gutes Licht auf Emilio Lussu, dass eben Emilio Lussu sich liiert hat mit einer sehr emanzipierten Frau, die sich dann auch Zeit ihres Lebens eben auch politisch engagiert hatte, die während dem Krieg eben auch irgendeine Widerstandsdekoration höheren Grades hat, weil sie eben auch als Partisanin sich beteiligt hatte, die mit Emilio Lussu, und also das ist eine Sache, die beispielsweise in Recherchen zu meinem Buch Mädchen mit der Leica auch, auf die ich damals gestoßen bin, in den 40er Jahren waren die Lussus in Marseille und haben dort die organisiert mit Varian Fry und dem Hilfskomitee. Das waren wirklich auch nur 15, 20 Leute, denen wir es zu verdanken haben, dass die wichtigsten Persönlichkeiten der Kultur und auch der Politik aus dem besatzten Frankreich auf die eine und die andere
andere Art und Weise sich in fliehen konnten nach in die Vereinigten Staaten oder sonst in nach Amerika, auch nach Südamerika, wenn die Vereinigten Staaten diese Menschen nicht aufnehmen wollten. Also Künstler von Chagall angefangen, Heinrich Mann, Franz Werfel, Politiker und so weiter. Und einer, der da wirklich seine Kenntnisse hatte, war eben Lusso. Lusso hat eben in diesem auch sehr ironischen, sehr schön zu lesenden Buch von Varian Fry, diese Memoiren, Auslieferung auf Forderung oder so, Surrender by Demand, ich weiß jetzt nicht, wie es übersetzt ist auf Deutsch, ist es auch sehr, sehr plastisch geschildert. Also Emilio Lusso studiert, wie er eben es gelernt hat auf Lipari, um eben von dieser Verbannung Insel zu fliehen, Karten, Schiffskarten, Routen und so weiter. Und seine Frau Joyce lernt es perfekt, Papiere zu fälschen. Also es ist unglaublich, wenn man diese Fäden des Widerstands mitverfolgt. Das sind immer irgendwie, man kommt immer mehr oder weniger auf dieselben 20, 30 Namen, die da relevant sind. Und diese 20, 30 Namen haben es eben geschafft, wirklich groß mitzuwirken an dem Ende des Faschismus und an der Rettung der Menschen, die eben unter der nazifaschistischen Herrschaft, die von den Nazis sonst vernichtet worden wären, und damit eben ein relevantes Stück eines nicht-faschistischen, nicht-totalitären Europas uns weitervermittelt haben. Gut, das ist die Hoffnung, dass sozusagen die Antifaschisten und die genau einfach über einen langen Zeitraum hinweg, so wie Lusso, die Fahne hochhalten und sich wehren, wie er das getan hat. Damit haben Sie uns jetzt noch die Hoffnung mit auf den Weg gegeben. Frau Schönau, vielen Dank nach Rom. Ich mache jetzt noch Werbung für unsere Buchhandlung unten. Sie gehen einfach direkt runter und kaufen sich das Buch. Es lässt sich tatsächlich auch sehr gut lesen, wenn man nicht im Einzelnen mit den Verhältnissen bekannt ist. Es reicht ein heutiger Blick nach Italien. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Es tut mir leid, Frau Schönau, Sie können hier dieses konzentriert lauschende Publikum nicht sehen, das hier wirklich eine tolle Mittagsstunde lang bei uns gewesen ist. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie bei uns waren. Und wir sehen Sie dann hoffentlich nächstes Mal auch hier auf der Bühne. Ja, vielen Dank. Danke vielen Ihnen. Vielen Dank ebenfalls, Frau Schönau. Danke Ihnen.